Möchten Sie auch kristallklares Wasser in Ihrem Aquarium und perfekte Wasserwerte, damit sich Ihre Fische wohlfühlen? Suchen Sie einen Filter, der nicht dauernd gereinigt werden muss und wenn schon, dass es dann nur wenige Minuten dauert? JBL bietet Ihnen mit der JBL Kristall Profi-Reihe immer den richtigen Filter für die Größe Ihres Aquariums. Der JBL Kristall Profi E700 ist für Aquarien von 60 bis 160 Litern. Der JBL Kristall Profi E900 für 90 bis 300 Liter Aquarien und der JBL Kristall Profi E1500 für Becken von 200 bis 600 Liter Inhalt. Falls Sie nur die Länge des Aquariums wissen, finden Sie diese ebenfalls oben links auf der Verpackung. Beim Kauf eines JBL-Filters erhalten Sie nicht nur einen Außenfilter, der direkt anschlussfertig mit allen Filtermassen bestückt ist, sondern viel nützliches Zubehör und alle notwendigen Anschlussteile. So einfach ist das Anschließen. Stecken Sie den Schlauchanschlussblock in den Pumpenkopf. Öffnen Sie beide Absperrhebel und dann den zentralen Mittelhebel. Schieben Sie den Schlauch zuerst auf den mit Out gekennzeichneten Anschluss und drehen Sie die Sicherungsmutter auf den Schlauch drauf. Wenn Sie die biologische Einfahrzeit des Filters verkürzen möchten, geben Sie JBL Filterstart, das sind lebende Filterbakterien, in die mit In gekennzeichnete Einlassöffnung des Filters. Dann schieben Sie auch hier den Schlauch auf den Anschluss und drehen die Sicherungsmutter auf dem Schlauch fest. Stecken Sie die Schläuche hinten durch den Aquarienschrank und stellen Sie den Filter jetzt an seinen endgültigen Platz. Ziehen Sie das Ansaugrohr auf die gewünschte Höhe aus. Verbinden Sie den vom Innenanschluss kommenden Schlauch mit dem Ansaugrohr. Mit Hilfe der Saughalter wird das Ansaugrohr am richtigen Platz im Aquarium positioniert. Als nächstes befestigen Sie den zweiten Schlauch mit dem Breitstrahlrohr oder wahlweise dem Düsenstrahlrohr. Hier sehen Sie die unterschiedlichen Weisen der Wasserrückführung. Breitstrahlrohr oder Düsenstrahlrohr, das auch über Eck verlegt werden kann. Nun ist Ihr JBL Kristallprofi betriebsbereit und Sie können ihn mit der eingebauten Schnellstartautomatik mit Wasser fluten. Drücken Sie mehrmals den Startknopf und schon saugt der JBL Kristallprofi E das Aquarienwasser selbsttätig an. Sobald sich der ganze Filter mit Wasser gefüllt hat, und das können Sie von außen an den Schläuchen leicht mitverfolgen, kann der Stecker in die Steckdose. Wenn dann sofort das Wasser in das Aquarium fließt, haben Sie alles richtig angeschlossen. Jetzt zeigen wir Ihnen, wie Ihr Aquarienwasser den JBL Kristallprofi E